Wurde kommuniziert, nur die. Welcome to the post-screening discussion of the film Servium, Ich will dienen, by Ruth Mader. I'm very glad to have here with me the main actress, Maria Dragos, and the director, Ruth Mader. The discussion will take place in German, but if anybody wants, we have live translation into English, you can help yourself to earphones at the back. As always, I will start with a few questions and then open up for questions from the floor. Also, fangen wir vielleicht mit dem Titel des Films an, Servium, ich will dienen. Es ist ja ein Film über das Glauben. Kann man eigentlich das Glauben vom Dienen trennen? Nein, eigentlich nicht. Also vor allem, also das war eigentlich wieder autobiografisch inspiriert, weil es ist wirklich auf meinem Turnleiberl oben gestanden. Inwiefern autobiografisch? Es ist wirklich auf meinem Turnleiberl oben gestanden, Servium, ich will dienen. Das war wirklich aufgedruckt. Als Sie in der Schule waren? Als ich in der Schule war, ja. Das war das Motto meiner Schule. Mhm. Weil Sie sind auf einer Schule wie im Film gegangen? Ja, genau. Ja. Und ja, Frau Dragos, erinnern Sie sich an den ersten Eindruck, als Sie das Drehbuch gelesen haben und was Sie an der Rolle gereizt hat? Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ich fand es von Anfang an sehr eindringlich geschrieben, sehr komplex, und es hat mich gereizt, da in dieses Universum von Ruth einzutauchen, weil das ist wirklich, man stellt sich eigentlich zur Verfügung quasi. Das habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass, als wir uns getroffen haben und wir das gemeinsam gelesen haben, was sie da geschrieben hat, sie eine sehr direkte und klare Form hatte, die Dinge irgendwie zusammenzubringen, und es hat mich gereizt, ja, da mich mal ran zu versuchen. Mhm. Ja, nee, es war sehr gut. Okay. Are there questions? Gibt es Fragen vom Publikum? Einfach Hand hoch. Niemand? Okay. In Bezug auf die Religion und die Rolle in der Gesellschaft, inwiefern ist der Film spezifisch, spricht der Film spezifisch über Österreich, oder inwiefern hätte er auch anderswo stattfinden können? Also ich glaube, er kann in der westlichen, im westlichen Europa oder in Mitteleuropa kann er stattfinden, also nicht nur in Österreich. Ich gehe natürlich von Österreich aus, also das stimmt schon, in Österreich. Aber es erzählt sozusagen radikalen Glauben in einer säkularisierten Welt, oder wie das Säkuläre immer stärker wird in der Gesellschaft. Und Ihre früheren Werke hatten eine starke dokumentarische Basis, dieses, wie Sie vorher sagten, eine starke autobiografische Basis. Wie unterscheidet sich die Herangehensweise? Also ich habe bei Servium für das Drehbuch länger gebraucht. Das war sehr genau ausgearbeitet, während zum Beispiel bei Struggle, also wenn der Putenschlachthof ist und man hat den Putenschlachthof, dann geht es eher um die Recherche, dass man den richtigen Putenschlachthof findet und das dann dokumentarisch filmt. Und bei Servium ist es doch alles frei erfunden und konstruiert und sehr genau geschrieben, und es dauert länger zu schreiben. Mhm. Und mit Live Guidance hatten Sie einen Sci-Fi-Film gedreht, und das war eine ziemlich starke Abkehr von den früheren Werken. Und jetzt haben Sie einen Thriller- oder Horrorfilm oder Märchenfilm, so eine Mischung gedreht. Was zieht Sie an diese, ja, an den Genre an? Thriller mag ich einfach. Also es ist auch ein Genre, das ich selber gern anschaue und das mir Spaß macht, auch zu inszenieren. Mhm. Danke. Fragen vom Publikum? Da ist eine. Can we get the microphone? C'è un microfono? Ah, okay. Moment bitte, Moment.
Beim Finale sieht man, dass die Hauptdarstellerin nach Afrika kommt. Ne? Man würde erwarten, dass irgendwie ja, man die Kirche etwas, also Maßnahmen treffen würde. Aber das ist das Ende. Also wie tun Sie das? Interpretieren, schauen oder ist es dann einfach die Art und Weise, wie heutzutage mit solchen Zwischenfällen umgeht? Oder? Wäre die Kirche schon öfter mit solchen Zwischenfällen so umgegangen, dass sie Leute dann einfach versetzt hat? Das ist ja ganz oft so passiert. Aber trotzdem ist es auch ein positives Ende, dass sie eine neue Chance bekommt, die Schwester. Eine weitere Frage hier. Buongiorno. Darum ist die Schwester nach Afrika gefahren. Wollte sie das beschönigen oder beschädigen? Das habe ich die letzte Szene nicht verstanden. Warum in Afrika? Das habe ich nicht verstanden. Sie wird dorthin versetzt. Sie wird dorthin versetzt. Eine Frage hier hinten. Ja, also großes Kompliment für den Film, den ich sehr gut gemacht fand und Horror pur, würde ich sagen, von Anfang bis Ende. Und der Schluss war in meinen Augen auch extrem negatives, also ohne Hoffnung, würde ich sagen. Sie macht einfach da weiter, wo sie woanders aufgehört hat, die Schwester, so wie ich es sehe. Okay. Jetzt die Frage an Sie als Regisseurin. Wo sehen Sie das Gegengift? Gibt es ein Gegengift? Etwas, was vielleicht so eine Art von Institution retten könnte? Na, ich finde die Schwester nicht so eine negative Figur. Also ich habe immer versucht, die Schwester positiv zu sehen, weil sie ja wirklich glaubt, sie geht halt zu weit und macht sich schuldig. Hier vorne. Danke. Nur eine kurze Bemerkung. Das Publikum hat doch sicher bemerkt, dass die Schwester erstmals lächelt, als sie in Afrika ankommt. Das scheint mir doch ganz wichtig zu sein in dieser Frage, was das jetzt bedeuten soll. Danke. Es scheint auf jeden Fall sehr zu beschäftigen, das ist gut. Weitere Frage vom Publikum? Hier vorne, Unatio. Ich möchte Frau Draugus sagen, dass das so schön ist, wie sie sich jetzt abhebt von ihrer Rolle in Pink und super sexy. Also verstehe ich vollkommen. Ich habe sehr gelitten mit den grünen Strümpfen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es war immer eine sehr große Freude, abends in meine eigenen Klamotten wiederzukommen. Und es war auch tatsächlich lustig, weil teilweise das Team mich nicht erkannt hat. So, wer ist das? Wer kommt? Und so, ja, das ist die Maria. Dankeschön, das ist sehr lieb. Fantastischer Film. Danke sehr. Gibt es weitere Fragen? Ah, hier vorne. Ich habe eine Frage an die Regisseurin. Waren Sie eigentlich nur am Thema Thriller interessiert oder auch ein bisschen an einer Kritik an diesen Machenschaften und nicht nur in so einer Schule, sondern sonst wo in der katholischen Kirche und dann einfach versetzt? Waren Sie nur am Thriller interessiert zu schauen oder Kritik auch dahinter? Danke. Also Thriller interessiert mich sehr, das sowieso, aber ich habe eher versucht, in dieser Schwester Agnes, also dieser Direktorin, die Kritik an der Kirche unterzubringen, die eigentlich nicht so gläubig ist und versucht, die Institution zu schützen und alles vertuscht. Also das ist für mich die negative Figur, die Schwester nicht so. Gibt es andere Fragen? Hier vorne und dann drüben. Oder drüben und dann vorne. Ja, vielen Dank fürs Mikrofon. Ich hätte noch eine Frage zum Thriller-Charakter des Ganzen. Und für mich, für meinen Geschmack, war der Thriller-Charakter allzu stark in der Musik angelegt. Also abgesehen von der Lautstärke, wo ich vielleicht ein bisschen übersensibel bin im großen Saal, aber ich hatte das Gefühl, dass da ein bisschen, verglichen mit den Bildern,
überstark aufgetragen wird. Gut. qua davanti e poi lì dietro. Besten Dank für den spannenden Film. Es war wirklich ein Thriller von A bis Z. War faszinierend. Mir hat die Musik sehr gefallen. Eine Frage, was geschieht mit Sabine? Die geht ja dann raus und die ist ja irgendwo zweifelnd, aber dennoch geprägt von dieser Schule, von dieser Erziehung. Was geschieht mit ihr? Sie verlässt die Institution, also sie befreit dieses Mädchen. Sie vollzieht einen Wandel irgendwie. Sie wird immer stärker, lehnt sich gegen die Schwester auf und verlässt dann die Institution, indem sie rausgeht. Also sie befreit sich selber auch mit. Qua davanti. Vielen Dank für diesen wunderbaren Horrorfilm. mich würden interessieren, die Animationen, waren die von Anfang an geplant und in dieser Form? Und sie erinnern mich ja sehr an die Bibelbüchlein, die man als Kind bekommen hat, wenn man katholisch oder evangelisch erzogen worden ist. Erzählen Sie doch bitte etwas darüber. Also es war von Anfang an im Drehbuch enthalten, genau diese Animationsteile, diese Drehbuchteile umzusetzen. Das sind Stellen aus der Offenbarung des Johannes, sehr bildgewaltige Stellen. Und das Animationsteam, also der Alexander Dworski, der Animationsdesigner und der die Animationen dann gemacht hat, der Benjamin Urbanek, haben das dann sehr frei umgesetzt. Weitere Fragen hier vorne, Guadavanti. Ja, herzlichen Dank für diesen tollen Film. Anders als der Herr vorher habe ich mich gefreut zu sehen, dass es noch Filme gibt, bei denen die Musik eine absolut zentrale Rolle spielt. So kam es mir zumindest vor und dahin zielt auch meine Frage. Also wie haben Sie mit dem Komponisten, dessen Namen ich leider jetzt... Manfred Plessl, er ist auch da. Danke. Der Alexander Dworski ist auch da, vielleicht kann ich ein bisschen Team. Seid ihr da oder nicht? Aha, doch, da ist der Alexander Dworski. Steh auf. Also die Frage wäre eigentlich, wie haben Sie eben mit dem Komponisten zusammengearbeitet? Das muss offenbar relativ früh schon geschehen sein. Ja, genau. Sehr früh, das stimmt. Und zwar hat er schon das Drehbuch bekommen, Jahre vorher, bevor wir gedreht haben. Und er hat schon erste Moods gemacht, erste Entwürfe gemacht, die mir sehr gut gefallen haben. Und er, also in ihm arbeitet das weiter. Also er komponiert dann weiter, weil wann immer er auch dazu Zeit und Lust hat. Und dann kriegt er einen Rohschnitt und mit dem arbeitet er dann und gibt seine ersten Entwürfe, die aber schon sehr weit waren und wo wir viel genommen haben. Und das ist es dann eigentlich. Um Frau Dragos zurückzugehen, was Sie vorhin sagten, von wie weit entfernt die Welt einer Nonne für Sie persönlich ist. Haben Sie viel recherchiert, um in die Rolle einzuschlüpfen, oder wie ging das? Ja, ich habe natürlich mich sehr intensiv vorbereitet, weil wir hatten sehr lange Zeit. Aber dann ist das Universum, was Ruth kreiert hat, sehr puristisch und die größte Herausforderung war eigentlich, das alles wieder zu vergessen. Also mein Gesicht nicht bewegen zu können und sie war immer so, sie war sehr darauf... vorbei. sei darauf bedacht, dass es sich nicht wirklich bewegen darf und halt auch dadurch, dass die Fläche so klein war, ich hatte ja nur meinen Körper quasi und mein Gesicht zum Spielen und das war eine spannende Arbeit, also das so komplett spannungslos irgendwie und aber trotzdem überspannt zu sein gleichzeitig das hat mich sehr gefordert, muss ich sagen. Es gab hier vorne eine Frage. Bonjour, je parle en français, mais j'ai mon traducteur privé. Merci pour ce film qui est aussi courageux artistiquement que dans son propos. Sie dankt für diesen mutigen Film. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé avec le casting avec les jeunes actrices et comment est-ce qu'elles avaient déjà une expérience?
Sie interessiert sich für das Casting der Kinder und fragt auch, ob die Jungen auch schon Erfahrung gehabt haben. Et comment vous avez travaillé avec elle? Okay, also das Casting war so, dass wir das ein halbes Jahr vor Drehbeginn begonnen haben, oder ein Dreivierteljahr sogar. Und es war in der Corona-Zeit, also wir haben dann sehr gute Ausschreibungen gemacht. Das hat die Martina Poel gemacht, die das Kindercasting gemacht hat. Sehr präzise Ausschreibungen, sehr viel auch über die Rolle gesagt, sehr viel über die Anforderungen gesagt. Und es sind 300 Videos gekommen von verschiedenen Kindern. Und wir haben dann aus diesen 300 Kindern eigentlich sehr rasch die drei, es war nur ein Tag, den wir mit vier Kindern geschaut haben und drei sind es dann geworden. Eine ist auch da, darf ich vorstellen, die Leona Lindinger. Und die war ganz toll mit der Leona, also die hat schon einen Kurzfilm davor gemacht und die Leona konnte nicht Klavier spielen, das hat sie einfach für den Film erlernt, also diese beiden Stücke, auch das Turnen, das haben wir auch gemacht, das haben auch diese ganzen 200 Kinder, haben diese Turnsache einstudiert und so, also ganz toll, dann dieses spanische Mädchen konnte Spanisch, also hat spanische Wurzeln, konnte aber eigentlich gar nicht singen, also hat vor den Leuten singen gelernt. Und die Anna Elisabeth Berger hat mit sehr viel Intuition, sehr viel Persönliches auch eingebracht in diese Rolle. Also es waren fantastische Kinder. Es war fantastisch, mit den Kindern zu arbeiten. Ja. Wollen Sie vielleicht auch was zur Arbeit mit den Kindern sagen? Ja, unbedingt. Also es war ganz großartig für mich, weil das sehr auf Augenhöhe war. Die Kinder waren die größten Profis und hatten das allergrößte Durchhaltevermögen. Und wir haben an sehr heißen Tagen gedreht in Wien letztes Jahr. Und sie haben sich eigentlich nie beschwert. Ich habe keinen einzigen Mucks gehört und immer den Text gekonnt. Wahnsinnig gut, besser als ich manchmal. Und deswegen war das eine sehr, sehr große Freude. Es war wunderschön, mit denen zu arbeiten, auf jeden Fall. Ja, danke. Hier vorne. Posso fare le domande in italiano? Proviamo. Se no faccio in inglese, non so. In inglese forse è meglio. È meglio. Sì. Allora, first of all I want to... Can you hear me? Yeah. First of all I want to tell you that the film... I like the film... the second part much more than the first one. Because the thrilling was, was coming... Okay. I liked very much all the... The girls acting, I think. And I want to ask you one thing. Don't you think that with the Pope, the Pope Francesco, the Catholic schools and so on, the is changing a bit? I don't know, really. I'm skeptical. But, yeah, okay. Dietro. Also ich bin hin und her gerissen zwischen großartig, Unverständnis und wieder großartig, so wie hier die Treppe, die auf und runter ging. Und ich würde fast behaupten, dass Sie vom Theater kommen ursprünglich. Stimmt das? Ich vom Theater? Ja. Nein, gar nicht. Aber es macht einen Eindruck, ich sage Ihnen wieso. Sie haben so viele zentrale Einstellungen gehabt, wirklich zentrale. Und fast alles in der Totale, oder vieles in der Totale, was natürlich die Spannung dann auch erhöht hat. Und dieses Treppen auf und ab hat dann fast wie eine Escher-Grafik gegeben. Sie wissen, der ist mit seiner Wassermühle, man weiß nicht, ob das Wasser runter oder hoch fließt. Und was mich dann beeindruckt hat oder immer auch wieder weggezogen hat, ist, dass das Durchgehende der Dramatik, das war sehr stark. Aber ich habe das Gefühl, wenn manchmal ein heiterer Augenblick, so ein spielerischer Augenblick, der nichts will, der nur da ist, weil das hätte noch mehr gewonnen. Also diese Kraft, diese Wucht und dann natürlich die monumentale Musik. Ich weiß jetzt, waren Sie Krieg oder waren Sie Orff inspiriert, aber das war großartig. Also insgesamt herzliche Gratulation für den Film. Dankeschön. Und ich muss noch lange drüber nachdenken. More questions from the audience?
qui davanti. Il signore. No, qua, qua. Vom Filmischen war ich beeindruckt. Thriller ist gelungen. Gleichzeitig bin ich erschrocken, dass man ein Thema wie Gehorsam und zwar in einer Perfektion, die Schaudern macht, heute noch so bringen kann, weil, also ich muss sagen, seit ich denken kann, das ist seit etwa 50 Jahren, ist die Auseinandersetzung mit perverser Pädagogik so weit fortgeschritten, nicht dass die Realität, dass man die nötige Befreiung davon nur so schüchtern bringen kann, hat mich dann wieder erschreckt. Das macht dramaturgisch Gewichten völlig recht, dass sie das so inszenieren. Aber gerade auch in einer Minderheit von Leuten in den Kirchen und in der Theologie würde das nicht mehr akzeptiert, dass man ein Thema so verharmlost. Ich glaube, der Signore hat einen anderen Kommentar. Qualche cosa importante. Ich staune, wie Sie mit den Schnitten umgegangen sind. Also so lange Einstellungen, das kennt man ja gar nicht mehr im heutigen Film, kontemporär. Also bum, 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 bum. Und Sie haben das so gut gemacht. Also normalerweise gehen heute die Leute haufenweise aus dem Kino, wenn so lange Einstellungen lang. Und wie Sie das hingebracht hat, das wollte ich Ihnen noch sagen. Das war super. Danke. Ci sono altre lì davanti, sì. Ja, ich habe erstmal eine Rückmeldung zum Filmischen. Film ist ja Gott sei Dank immer noch eine eigene Sprache in dem Sinn, dass jeder seinen eigenen Film sieht. Für mich war es wirklich ein Film, wie der Herr angesprochen hat, über schwarze Pädagogik, eigentlich Kindesmissbrauch. Und das Ende sehr passend, weil das ist das, was wir die ganze Zeit, seit Jahren, seit Jahrzehnten miterleben, dass solches in der Kirche passiert, genau mit dem Ende der Menschheit versetzt irgendwo anders hin und macht, wie Sie so schön sagten, hat eine neue Chance. Das andere, was ich noch sagen wollte, das ist, geht aber gar nicht an Sie, es geht eigentlich Eriksen. Ich habe mich vor Jahren schon mal nachgefragt, wie das ist mit den Lautstärken in den Filmen. Und dann wurde mir erklärt von einem Tonmann, die Lautstärke wäre meistens mit den Regisseuren, die da sind, abgesprochen. Und da würde ich Sie als Musiker, er ist ja glaube ich auch da, wirklich gerne mal fragen, ist das beabsichtigt, dramaturgisch als Mittel, dass die Musik weit über der Schmerzgrenze liegt, zeitenweise. Ich habe so viele Leute um mich herum gesehen, die sich die Ohren zugehalten haben. Ich stopfe mir immer die Ohren zu, bin ich gewohnt. Aber ist das Absicht? Ja, ist Absicht. Altre domande dal pubblico? Non ce ne sono più? Ah, ecco qua. Danke vielmals. Also, ich fand es einen super Film, sehr spannend, thrillerhaft. Und ich habe es einfach mehr als Kritik empfunden. Sie empfinden das weniger vielleicht. Oder Sie haben es nachher gesagt, ja, sei nicht so schlimm. Aber ich habe das als Verduschung alles unter diesem Aspekt gesehen. Wie immer in dieser, also sorry, in dieser Konvention gibt es immer wieder Sachen. Die Verduschung ist am Schluss. Man macht einen Fehler, er wird nicht zugegeben und er wird verduscht. Und nachher die Schwester, das war, die hat das super auch gespielt. Die wird dann nachher nicht verurteilt, sondern auf Afrika geschickt. Und dort fängt, ja, je nachdem, vielleicht gelingt es ihr dort besser, aber es ist wiederum, ja, es geht ja weiter für sie. Sie wird nicht gebüßt, sie wird nicht irgendwie diffamiert. Also ich finde,
ein bisschen, es sollte ein bisschen kritischer tönen von Ihnen. Ich weiß es nicht. Gibt es weitere Fragen? Ci sono altre domande al pubblico? Dietro. Ja. Ja, danke zunächst einmal für den Film und diese klare Bildsprache, die hat diese Strenge gut hinübergebracht. Ich bin auch sehr hin und her gerissen mit den vielen Voten, die dafür und dagegen sprechen. Ich glaube, da gibt es keine klare Antwort. Das muss jeder und jede für sich beantworten. Mich nimmt aber noch Wunder, gerade im Anschluss an den Herrn zuvor, wie hat die katholische, ich habe ja im Nachspann gesehen, irgendwo hat die katholische Kirche, ich glaube, die, weiß nicht, aus Stuttgart, hat Unterstützung. Nein, nicht Unterstützung, wir haben Texte lizenziert von okay. Ihnen. Okay, dann frage ich anders, hatten Sie von der katholischen Kirche irgendwelche Unterstützung? Wie hat die reagiert? Wie haben Sie mit der zusammengearbeitet? Das würde mich wundern. Ja. Gab es da auch, die hat ja das zumindest zugelassen. Das ist ja, ja schon einmal ein Statement. Super, ja. Genau. Ja. Na, also wir haben Texte auf der einen Seite lizenziert, also die eine Übersetzung kann man nicht einfach verwenden, die Texte aus der Bibel, das muss man ja anfragen. Und zum anderen haben wir auch Texte genommen aus dem Buch Einführung in das Christentum von späteren Papst Benedikt, also vom Kardinal Ratzinger. Die waren sehr kooperativ, also es war nicht schwierig. Und auch bei den Drehorten hat uns die katholische Kirche in Österreich stark unterstützt. Drehorte, dass wir diese Genehmigungen bekommen im Stift Zwettl, was doch schwierig ist, oder auch bei den Ursulinern in Wien, dass sie Vertrauen haben und so. Und ich weiß noch nicht, wie die Kirche reagiert, weil das war heute die erste Vorführung und ich sehe hier keinen Kirchenvertreter. Also wir werden sehen, ja. Aber ich glaube. Spannend, oder? Ja, ist spannend, ja. Gut, also es ist die Zeit, die wir heute haben, also will ich mich ganz. Schaffen wir noch? Facciamo un'altra domanda? Okay, allora, eine letzte Frage. Also auch danke von mir für den Film. Ich habe noch zu der geschlossenen Frage wegen dem lauten Musik die Frage, was ist die Absicht dahinter? Na, das ist, man sitzt dann in der Mischung und entscheidet die Lautstärken und hält diese Lautstärken für angemessen. Ich muss auch dazu sagen, dass dass es nicht ganz objektiv ist, was Sie hier gehört haben, weil es auch dieses Eisen hat, diese Eisenkonstruktion in der Decke dieses Kinos und das vibriert irrsinnig mit. Das wäre bei einem, also der Film ist für Dolby Atmos konzipiert und nicht für 5.1. Also in einem Dolby Atmos Kino klingt das noch einmal anders, aber die Lautstärken stimmen schon. Also das ist das, wie man das künstlerisch entscheidet, dass es richtig ist. Mhm. Okay, also herzlichen Dank für den Film und für die Diskussion und danke, dass ihr alle gekommen seid und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Danke. Vielen Dank. Okay, jetzt müssen wir mal raus. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist einer raus.